So, schönen guten Morgen. Ich möchte Sie jetzt zur letzten Woche hier begrüßen. Und ich möchte jetzt da weitermachen, wo ich aufgehört habe. Das letzte Mal, nämlich bei den 1,3 dipolaren Zykloadditionen. Zwischenzeitlich hat ja Herr Dr. Romero die Bildung von Doppelbindungen genau erklärt. Das sollten Sie also auch jetzt alles prima können. Und morgen in der letzten Dreiviertelstunde werden wir Fragestunde haben. Da sind Sie dann also dazu in der Lage, einfach zu fragen und zu gucken, was haben Sie nicht verstanden und welche Infos wollen Sie sonst noch haben. Also wie gesagt, wir haben uns in der letzten Stunde ja generell mit den Fragen nach Zykloadditionen beschäftigt und wir haben uns einerseits mit der Diels-Alder-Reaktion ein bisschen auseinandergesetzt. Da bin ich nochmal durchgegangen durch die Frage Exo und Endo und wie das kommt. Und wir sind dann aber direkt übergegangen zur 1,3-dipolaren Zykloaddition. Was ist ein 1,3-Dipol? Wie funktioniert das und wofür ist das gut? Also generell sind diese 1,3-dipolaren Zykloadditionen eben sehr gut, um fünfgliedrige Heterozyklen zu machen. Was wir dann auch beredet haben, ist, dass also manchmal sind Reaktionen ja erleben eine Wiederauferstehung und das war bei der 1,3-dipolaren Zykloaddition ebenfalls so. Die war außerordentlich beliebt in den 60er Jahren und dann wird so in den 80er Jahren eigentlich ein bisschen ruhiger um die und dann jetzt hat vor ein paar Jahren der Sharpless diese Reaktion wieder aufgenommen und sie als Klickreaktion durch Kupferkatalyse dann jetzt attraktiv gemacht. So, da habe ich Ihnen gezeigt, dass man bei diesen kupferkatalysierten 1,3-dipolaren Zykloadditionen einfach Alkine an Azide kuppeln kann. Das geht sehr gut und ist auch gar kein Problem. Und Sie können das vor allen Dingen ohne Sie können das bei Raumtemperatur machen. Eine weitere Entwicklung dieser ganzen Geschichte wurde dann von Carolyn Bertozzi angestoßen. Carolyn hat dann gespannte achtgliedrige Heterozyklen, also Zyklooktine mit elektronenakzeptierenden Substituenten verwendet. Die reagieren jetzt noch schneller und sie brauchen auch keine Kupferkatalyse mehr, sondern diese Sachen funktionieren jetzt direkt. Ja, bitte, Sie haben eine Frage? Bitte? Haben wir den Lautsprecher hier? Nein, das ist nur die Kamera, aber Sie haben hier vorne ist noch eine ganze Reihe frei, da können sich also alle hinsetzen und im Normalfall beiße ich auch nicht. Also, gut. Wir haben auch noch uns dann angeguckt, wie kann man überhaupt 1,3-Dipole konstruieren und was wir festgestellt haben, ist, dass eben 1,3-Dipole zwei Konstruktionsprinzipien haben. Das eine ist, dass es die in zwei Geschmacksrichtungen gibt. Das eine sind die 1,3-Dipole, die von einem Allylanion abgeleitet sind. Und das andere sind eben dann die 1,3-Dipole, die von einem Propargylanion abgeleitet sind. So, da jetzt die 1,3-Dipole natürlich immer elektronenneutral sein müssen, heißt das, dass sie als Zentralatom immer in einer der entsprechenden Resonanten oder Resonanzstrukturen müssen sie dort eine positive Ladung unterbringen. Das ist also ganz wichtig. Jeder einzelne Dipol muss entweder ein Stickstoff oder ein Sauerstoff als Zentralatom haben und dort, weil man nur dort dann auch die entsprechende positive Ladung unterbringen kann, die sie brauchen, um ein Allylanion oder ein Propargylanion sozusagen, um da die Ladungsneutralität wiederherzustellen. Ganz wichtig. Ja. Also für klassische 1,3-Dipole ist das Zentralatom Stickstoff, Sauerstoff. Und natürlich, wenn Sie jetzt Sauerstoff haben, können Sie nur 1,3-Dipole machen, die der entsprechenden Allylanionstruktur sind. Sie können natürlich keine 1,3-Dipole machen, die Propargylstruktur haben. Und wenn Sie dann Stickstoff haben, können Sie beides machen. Klassisches Beispiel ist zum Beispiel dann das Azid. Das ist natürlich ein 1,3-Dipol, der eine Propargylanionstruktur hat. Und das zeige ich Ihnen jetzt hier auch mal. Das sieht dann nämlich so aus. R, N,
N. Und Sie sehen das hier sehr schön. Das Mittlere muss eine positive Ladung tragen und dann kann hier das Äußere auch. Also in der Form, wie man die immer schreibt, ist es tatsächlich so, dass diese Sachen im Grunde einfach nur die, dass man nur die Allyl- oder die Propagylanionstruktur hier ganz besonders gut sieht und eigentlich nicht die 1,3-Dipolstruktur, bei der natürlich, die Sie natürlich auch schreiben könnten, wenn Sie jetzt hier einfach dass die Doppelbindung einklappen würden, weil bei der natürlich dann nicht alle ein Oktett haben. Und in dem Fall ist es, dass diese Resonanzstruktur bei den 1,3-Dipolen ist natürlich die All-Oktett-Struktur und die ist deshalb besonders wichtig. So, ich habe Ihnen dann gezeigt, wie man verschiedene 1,3-Dipole herstellen kann. Und wir waren bei den entsprechenden Nitrilimminen und wir haben uns dann auch die entsprechenden Azomethinimine angesehen und müssen uns jetzt in den letzten paar Minuten hier, wo wir uns mit dem Thema beschäftigen, müssen wir uns auch noch die entsprechenden Nitrone ansehen. Und die Nitrone lassen sich auch relativ einfach herstellen. Sie nehmen nämlich jetzt einfach nur einen Aldehyd, typischerweise einen aromatischen Aldehyd und setzen den um mit einem Hydroxylamin, und zwar mit einem monosubstituierten Hydroxylamin, und sie kommen dann sozusagen direkt hier zum entsprechenden Nitron. Im Prinzip sollten Sie solche Nitronen auch anders herstellen können, nämlich wenn Sie jetzt einfach einen aromatischen Aldehyd mit einem Amin umsetzen, dann kommen Sie natürlich, wie versprochen, zur entsprechenden Schiffbase. Und die können Sie dann natürlich im Prinzip auch mit H2O2 oxidieren und Sie kommen dann hier zu diesem entsprechenden N-Oxid, das dann auch gleichzeitig in Nitron ist. Also Sie können das wahrscheinlich auch so machen, entweder Imin H2O2 oxidieren oder direkt, wenn Sie ein Alkylhydroxylamin nehmen, das damit umsetzen. Gut. Damit bin ich für heute am Ende der Frage nach der 1,3-dipolaren Zykloaddition. Und ich möchte ein völlig neues Thema jetzt noch anschneiden, was eigentlich auch sehr interessant ist. Und zwar ist das Thema der Aromatizität. Natürlich ist mit der Frage nach der Aromatizität auch die Frage nach Benzol natürlich, aber natürlich auch, das ist natürlich auch mit verschiedenen Personen verknüpft und besonders natürlich mit August Kekulé zu Stradonitz. So, Kekulé war ein ausgesprochen interessanter Mann, der irgendwann, und man vermutet, dass es sich dabei um drogeninduzierte Träume handelte, in einer Trambahnstation. Man muss sich bitte vorstellen, Ende des 19. oder Mitte des 19. Jahrhunderts war alles, was sie machen konnten, frei. Also sie konnten irgendwas machen, sie konnten es selber probieren, das spielte keine Rolle. Es gab dann, so wurde mir gesagt, Sachen wie Heroin gab es im Grunde in der Apotheke einfach als Schmerzmittel. Das war alles keine Frage. Und es gibt vor allen Dingen auch sowohl Mediziner dann als auch
zum Beispiel Leute wie Sigmund Freud, die zumindest Zeit ihres Lebens kokainabhängig waren. Also das ist eine ganz interessante Frage. Also Kekulé von Stradonitz saß also in einer Trambahn und fuhr irgendwo hin und dann geriet er in so einen Halbschlaf und in dem beschreibt er dann, wie sich also jetzt dann die Atome sozusagen vom Benzol, wie die sich treffen, also so wie so eine Schlange und die sich dann in ihren eigenen Schwanz beißt und dann diesen entsprechenden Benzolring macht. So. Was jetzt sehr interessant ist, wenn Sie, lesen Sie das mal durch, wie das der Herr Kekulé beschreibt. Und worauf ich jetzt hinaus möchte ist, Herr Kekulé war ein außerordentlich geschickter Schreiber, der diese Geschichte auch außerordentlich elegant aufbaut. So, was sagt, und ich möchte Ihnen jetzt sozusagen eine Lehre mitgeben, also ein teachable moment, der eben deutlich über das hinausgeht, was Sie normalerweise in Chemie kriegen. Ein wesentliches Element Ihres Erfolges in der Zukunft wird sein, wie gut Sie schreiben. Also als ich im ersten Semester war oder im zweiten Semester war, hat Herr Huisken immer gesagt, und wenn Sie dann mit einem Doktor promovieren, dann können Sie weder lesen noch schreiben. Und damals fand ich das natürlich eine absolute Unverschämtheit, weil natürlich jeder Mensch hat im Gymnasium oder auch hoffentlich in der Grundschule gelernt zu lesen und zu schreiben, aber tatsächlich zu schreiben so, dass die Dinge publizierbar sind, und auch, dass sie den Punkt, den sie machen wollen, dass der Punkt glatt rübergebracht wird, das ist außerordentlich schwierig. Mit dem kämpfe ich heute noch und kämpfen alle im Grunde genommen. Der ist aber wichtig. Und als ich diese kleine Story diese Originalgeschichte vom Kekulé gelesen habe, dachte ich mir, oh, der Mann kann es aber. Weil der Mann die Geschichte geschickt aufgebaut hat und die Sachen auch sehr gut verschraubt hat. Also ich denke, dass mindestens 70% Ihres zukünftigen Erfolges davon abhängen, wenn Sie hart arbeiten, wie gut Sie Dinge schriftlich darstellen können und wie klar Sie Dinge schriftlich darstellen können. Das also absolut Wichtigste ist Kürze, Klarheit. Kürze und Klarheit. Das andere ist, Sie dürfen niemals vergessen, dass der, dem Sie sich schreiben mitteilen wollen, möglicherweise viel weniger weiß als Sie. Das heißt, obwohl Sie in Kürze und klar schreiben müssen, müssen Sie dennoch die Grundlagen schaffen, dass Ihr Leser Sie versteht und dass Sie die Dinge dann, also dass der die Sachen auch abstrahieren kann und dass er das auch versteht. Wichtig ist, versuchen Sie nicht irgendwie besonders künstlerisch oder irgend sowas zu schreiben oder irgendwie besonders clever zu sein beim Schreiben. Das geht immer in die Hose, selbst wenn ich das versuche. Wird das im Normalfall von, und ich habe, also ich schreibe jeden Tag. Ja. Normalerweise ist das beste Rangehen, versuchen Sie es so einfach wie möglich zu machen. Einfach, gehaltvoll und auch dann immer wieder, wenn Sie was geschrieben haben, lesen Sie es sich immer wieder durch. Streichen Sie Worte raus. Es gibt überflüssige Worte. Sehr zum Beispiel ist ein Wort, das man im Grunde verbieten sollte. Es ist sehr schlecht, wenn Sie das verwenden. Es ist schlecht, wenn Sie es verwenden. Genau. Oder korrespondierend. Das korrespondierende Enon wurde erhalten. Wieso korrespondiert es? Das Enon wurde erhalten. Ganz wichtig, Einfachheit. Egal. Also Aromatizität, aber das ist vielleicht jetzt fast wichtiger noch, damit Sie das mitkriegen. Sie werden, das macht den Unterschied zwischen einer guten und einer spektakulären Karriere aus, wie gut Sie schreiben. Egal, wo Sie sind. Ja, wenn Sie eine glatte Schreibe haben, dann haben Sie eine Chance, dass Sie wirklich auch gute Karriere machen. Ganz wichtig. Ja. Und wenn Sie es hassen, wenn Sie es nicht mögen, lernen Sie es. Das kann man lernen. Ja. Gut, also Kekulé von Stradonitz, der hat eben im Grunde genommen Benzol, also die Benzolstruktur. Und es gibt dann natürlich eine ganze Geschichte. Und wer sich da sehr um diese Geschichte gekümmert hat,
Das ist natürlich Paul von Raag-Schleier aus Erlangen. Und der hat hier ein paar kleine, kann man das lesen oder muss man es ein bisschen, also 1825 hat der Faraday Benzol isoliert. Und zwar, da gibt es natürlich auch eine Geschichte, dass er das irgendwann, dass das immer mal auskristallisiert ist aus seinem Lampenöl an einem sehr kalten Novembertag, wo es gefroren hat, also vielleicht wie heute. Und dann im Grunde genommen war dann Kekulé, hat dann eben diese Cyclohexatrien-Formel von Benzol beschrieben und hat die strukturelle Basis von der Aromatizität zeigen können. Und dann hat der Erlenmeyer die Reaktivitätsbasis für Aromatizität hier beschreiben können. Und dann der nächste, Crocker und Armit und Robinson. Die haben dann letztendlich das aromatische Sextett eingeführt, dass irgendwie, wenn sie jetzt sechs Elektronen da sind, dass es dann irgendwie deutlich stabiler ist. So, dann gab es jetzt noch jede Menge andere weitere. Sie sehen, das ist eine ellenlange Liste. Aber das sind natürlich die Sachen, die im Grunde genommen am wichtigsten hier waren. Und wer natürlich dann auch ganz wichtig ist, bevor ich den natürlich vergesse, das ist natürlich dann letztendlich Hückel, der mit der Hückel-Regel dann die entsprechenden Regeln uns Chemikern an die Hand gegeben hat. Also wenn wir uns Benzol ansehen, wissen wir ja, dass Benzol hier aromatisch ist. Und was wir uns natürlich auch dann fragen sollten ist, wir wissen also, Benzol ist aromatisch. Was passiert mit den entsprechenden größeren oder kleineren? Zyklischen Pi-Systemen, und das ist natürlich hier Cyclobutadien. Und das ist natürlich Cyclooktatetraen. Und Benzol war, wie gesagt, seit 1823 bekannt, aber Cyclooktatetraen wurde erst 1905 erstmal synthetisiert, und zwar von Richard von Wildstätter durch den Abbau von irgendwelchen komplexen Naturstoffen. Der hat dann also das in ein paar Milligramm rausbekommen. Was auch sehr interessant ist, ist, Benzol ist nicht reaktiv oder ist sehr stabil und eine farblose Flüssigkeit, während hier dann das entsprechende Cyclooktatetraen ist goldgelb und sehr reaktiv und verhält sich auch nicht wie ein Aromat, sondern verhält sich eher wie ein entsprechendes Oligoen. Cyclobutadien selber ist im Grunde genommen erst viel später isoliert worden, und zwar in kryogenen Matrizes, und ist äußerst instabil, kann aber stabilisiert werden, und das hat zum Beispiel der Roland Pettit sehr schön gezeigt, oder auch der Kriege hier in Karlsruhe, also auch ein hier im badischen Ländle, hat gezeigt, dass man Cyclobutadien durch Übergangsmetallfragmente hier gut stabilisieren kann. Aber ansonsten ist Cyclobutadien und Cyclooktatetraen haben eben nicht die Eigenschaften, die Benzol hat. Also, Benzol, wissen Sie, im Gegensatz zu Ethylen macht natürlich keine Addition, sondern grundsätzlich nur Substitutionsreaktionen. Und das Zweite, was Sie natürlich auch wissen, ist, dass es im Fall von, was zum Beispiel beim 1,2-Dibrombenzol hier nur ein einziges Isomer gibt, obwohl man ja im Prinzip sich überlegen könnte, wenn Benzol die Cyclohexatrien-Formel hätte, die im Kekulé zugeschrieben hat, müsste man ja im Grunde genommen 1,2-Dibrombenzol-Isomere haben. Eins, das so aussieht mit der Doppelbindung hier, eins, das so aussieht mit der Einfachbindung hier.
Aber der Kekulé ist da drum herum gekommen, dass er einfach gesagt hat, dass sich die einfach sehr, sehr schnell ineinander umwandeln. Wir wissen natürlich heute, dass dieses Modell nicht besonders gut funktioniert, sondern dass es wesentlich besser ist, wenn wir hier über die Resonanzstabilisierung einfach sagen, dass man eben einfach beide hier, dass beide gleich mit dabei sind und dass sie irgendwas haben, was also dazwischen liegt. Ja. Und dass das halt eben Grenzstrukturen sind und dass die Wahrheit eben im Grunde genommen mit dieser aromatischen Anderthalbbindung besser beschrieben ist. Wenn Sie jetzt nicht Valence-Bond-Theorie nehmen, sondern wenn Sie jetzt einfach Molekularorbitale nehmen, dann wird das natürlich alles ganz klar. Und dann gibt es auch die Frage überhaupt nicht. Und da sehen Sie natürlich auch, dass die Doppelbindungen hier alle völlig äquivalent sind. Was jetzt ebenfalls sehr interessant ist, ist, gibt es eine aromatische Stabilisierung. Und das hat man auch schon sehr früh herausgefunden. Wenn man nämlich jetzt Benzol hydriert, dann kommt man zu Cyclohexan natürlich und man gewinnt minus 50 Kilokalorien pro Mol. Wenn man jetzt Cyclohexen, also drei Moleküle Cyclohexen hydriert, auch wiederum mit 3H2, dann kommt man natürlich jetzt zu drei Cyclohexanen und die entsprechende Hydrierungsenergie ist jetzt minus 86 Kilokalorien pro Mol und konsequenterweise hier ist die aromatische Stabilisierung dann 36 Kilokalorien pro Mol in nullter Approximation. Warum sage ich nullte Approximation? Man kann jetzt also auch wirklich ein Argument machen, dass Cyclohexen jetzt nicht das beste Standardmodell ist, um sozusagen das zu zeigen, sondern man müsste wahrscheinlich sogar Cyclohexadien nehmen, weil man natürlich ebenfalls nicht aromatische konjugative Wechselwirkungen im Grunde genommen noch mit berechnen müsste. Und was man dann macht, ist also jetzt abhängig von dem Modell, das man hier verwendet, kommt man jetzt dann, und das können Sie auf Seite 50 von meinem großen Skript sehen, kommen Sie jetzt auf Aromatizitäts Zahlenwerte, die je nach Modell von minus 50 Kilokalorien pro Mol bis ungefähr minus 21 Kilokalorien pro Mol, die da irgendwie in der Größenordnung sind. Das hängt einfach nur vom Modell ab. So, die Frage ist, welches Modell ist das korrekte? Und also wenn Sie sich Lehrbücher ansehen und so weiter, dann sagt man, dass die aromatische Stabilisierung so ungefähr zwischen 20 und 50 Kilo, 25 Kilokalorien pro Mol ist. Also diese Werte hier oben sind deutlich zu hoch und das Ganze, also die aromatische Stabilisierung befindet sich also eher so am unteren Ende. Und wenn man mich fragen würde, also ich würde wahrscheinlich so zwischen 23 und 25 Kilokalorien sagen, ja. Aber wie gesagt, in der Wissenschaft gibt es ja keine Wahrheit, Sie wissen das ja. Also wenn sozusagen, und das ist eine sehr interessante Frage, ich habe letztens zufällig bin ich mal auf einen Blog gekommen, und zwar ging es da um einen Rudolf Steiner Anhänger, der sich mit einem Rudolf Steiner Gegner gestritten hat, sehr interessant, und der Rudolf Steiner Anhänger sagt, ja mein Gott, ihr glaubt doch nur an die Wissenschaft und in Wirklichkeit existiert die doch auch nicht. Und rein philosophisch betrachtet, also ich bin jetzt kein Anthroposoph und also bin Wissenschaftler, in gewisser Weise hat der Mann natürlich erkenntnisphilosophisch hat er völlig recht, also Wissenschaft liefert keine Wahrheiten, ganz wichtig. Und sozusagen die Dinge, wenn man also wirklich ganz weit zurückgeht, gibt es ja eben Wahrheiten, gibt es einfach nur Grundannahmen. So, was Wissenschaft liefert, sind Modelle, und zwar Modelle, die funktionieren. Ja?
Und damit kann man eben sozusagen, wenn Sie mal in die Lage kommen, mit jemandem diskutieren zu müssen, der im Grunde genommen nicht an Wissenschaft glaubt, dann können Sie immer sagen oder sollten Sie auch sagen, und das ist eben auch einfach korrekt, Wissenschaft stellt Modelle bereit und Modellsysteme bereit, und diese Modellsysteme müssen sich an experimentellen Daten testen lassen. So, wenn diese sozusagen sich nicht an experimentellen Daten testen lassen, dann sind sie im Prinzip unwissenschaftlich. Also das heißt, Sie können das Ganze jetzt auch umdrehen und Sie können jetzt jede Form von Pseudowissenschaft, die Ihnen irgendjemand andrehen möchte, können Sie natürlich genauso gut sich überlegen, lässt sich das falsifizieren. Können Sie sich also ein Experiment ausdenken, an dem Sie die Aussagen, die so jemand macht, entweder bestätigen können oder sozusagen durch ein Experiment in irgendeiner Weise oder nicht. Und wenn das sozusagen nicht der Fall ist oder wenn Sie da zu irgendeiner grotesken Aussage kommen, dann wissen Sie, dass es sich wahrscheinlich um gequirlten Bullshit handelt. Vorsicht, also lassen Sie sich nicht verarschen. Ja, das wird nämlich immer wieder versucht. Vielleicht sollte ich mal eine Vorlesung halten über... Ja, okay. So, gehen wir wieder zurück zur Aromatizität. Sie sehen, das ist ein Thema, was mir sehr gut gefällt. Es gibt nämlich Leute, die zum Beispiel behaupten, dass es Aromatizität gar nicht gibt. Also Aromatizität hat schon mit diesen ganzen Dingen zu tun, weil Aromatizität eben keine messbare Eigenschaft ist, sondern Aromatizität ist im Grunde ein Konzept irgendwie. Und dann muss man gucken, ist was aromatisch oder nicht. Also, so, jetzt für Benzol behaupten alle, und es gibt, glaube ich, niemanden, der sozusagen da ein Problem mit hat, dass es aromatisch ist. Und dann gab es auch eine berühmte Konferenz mal, und da gab es einen Austausch, und letztendlich war das so, nennen Sie ein anderes Molekül, das aromatisch ist, und ja, letztendlich war das dann so Benzol. Und das war's. Okay, aber egal. Gibt es einfache theoretische Erklärungsmöglichkeiten, warum Benzol so stabil ist, also Erklärungsmodelle, ja? Warum Benzol stabil ist und zum Beispiel Cyclobutadien nicht stabil ist oder auch Cyclooctatetraen? Und das erste und einfachste wurde natürlich von Hückel aufgestellt, und da ging es einfach um ein Molekularorbitalmodell. Und zwar wurde das im Grunde genommen popularisiert von Frost und Musulin. Frost und Musulin. Und zwar, wenn man Pi-Perimeter hat, dann kann man deren Pi-Lagen relativ einfach ableiten, dadurch, dass man jetzt hier, und ich versuche da immer einen Kreis zu malen, aber meistens wird es bei mir kein Frost-Musulin-Kreis, sondern eine Frost-Musulin-Kartoffel, weil ich natürlich, oder vielleicht ein Frost-Musulin-Asteroid, also das soll jetzt irgendwie ein Kreis sein, oder eine, so. Sie können jetzt, wenn Sie zum Beispiel hier jetzt einfach ein Benzolring da reinmalen, dann, was sehr interessant ist, können Sie jetzt hier die relative energetische Lage der Pi-Elektronen können Sie durch den Schnitt der kleinen Eckchen hier mit der Frost-Musulin-Kartoffel hier sozusagen oder dem Frost-Musulin-Asteroiden können Sie das ermitteln. So, und dieser Frost-Musulin-Kreis hat eben einen Radius von 2, also ein Radius von 2 Beta. Und Beta ist einfach eine Energieeinheit, die dann irgendwie semi-empirisch angepasst werden kann an spektroskopische Daten. Ja? So, das heißt also, ganz wichtig ist, wenn Sie sich Ethylen ansehen, Ethylen hat eine Stabilisierungsenergie von minus 2 Beta, und zwar ist das
pro Elektron ein Beta hier. Und wenn Sie jetzt sich ansehen, also Ethylen, und wenn Sie sich jetzt hier dann das entsprechende Benzol ansehen, dann finden Sie hier, dass diese Position bei minus Beta liegt. Das ist hier bei minus 2 Beta und das ist hier auch wieder bei minus Beta. Das heißt, Sie können die gesamte Pi-Elektronenstabilisierung nach der, also wenn Sie einfach den einfachsten Hückel-Formalismus nehmen, können Sie als 2, 4, 6, 8, minus 8 Beta berechnen. So, jetzt nehmen Sie einfach mal 3 Ethylene hier, dann ist sozusagen minus 3 Ethylene sind minus 6 Beta, also minus plus minus sind plus, das heißt, dass die Exzessstabilisierung hier von Benzol, also minus 2 Beta ist. Das ist die aromatische Stabilisierungsenergie, minus 2 Beta. So, dieses Modell ist natürlich unfassbar krude. Absolut unfassbar krude. Und Sie arbeiten nur mit den entsprechenden Pi-Elektronen, mit sonst gar nichts. Ja, als alles andere, Kohlenstoff, Sigma-System, Wasserstoffe, alles weg, 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 weg. Die einfachste Möglichkeit hier. So. Die Frage ist jetzt, was sagt diese wissenschaftliche Theorie jetzt denn aus, wenn wir die anwenden, auf zum Beispiel Cyclobutadien oder Cyclooktatetraen? Was bekommt man da dann für Aussagen raus? So. Malen wir uns jetzt wieder einen Frost-Musulin-Kreis auf. Dieses Mal ist es wahrscheinlich einfach eine Frost-Musulin-Grapefruit geworden. Ja. Und malen doch jetzt einfach mal hier Cyclobutadien rein. Und voilà, Sie sehen, wenn Sie das machen, dann ist das hier im Grunde genommen der Äquator. Das heißt, die haben hier 0 Beta, 1 und 2. Und Sie haben hier unten, natürlich, weil Ihr Frost-Musulin-Kreis immer den Radius von 2 Beta hat, haben Sie wiederum hier minus 4 Beta-Stabilisierung. So, Ethylen selber ist natürlich jetzt stabilisiert mit minus 2 Beta. Das wäre natürlich zweimal Ethylen. Minus 2 Beta, das heißt, Sie finden, Ihre aromatische Stabilisierung ist 0 Beta. Also minus 2 mal 2 Beta ist 0. Das heißt also, Benzol hat eine Stabilisierung von minus 2 Beta, Cyclobutadien ist eben nicht stabilisiert in diesem sehr vereinfachten Modell, in diesem sehr vereinfachten Hückel-Modell. Zusätzlich sehen Sie, dass wenn Sie hier dieses Frost-Musulin-Schema anwenden, dass ganz offensichtlich Cyclobutadien ein D-Radikal sein muss. Das ist interessanterweise in Wirklichkeit nicht der Fall. D-Radikale sind deutlich zu hoch in der Energie. Und das heißt, das ist ein klassisches Artefakt einer Theorie. Also oft ist es so, dass wenn Sie Theorien anwenden und in dem Fall hier der Hückel-Theorie, ist eine sehr einfache Theorie, wenn Sie denen zu viel Glauben schenken, dann kommen Sie natürlich irgendwie zu völlig grotesken Aussagen. Das heißt, Sie müssen wissen, wo Sie die Theorie anwenden können und wo die Grenzen der Theorie sind. Ne? Also Cyclobutadien, das hat man tatsächlich gemacht. Und was man tatsächlich hat, wenn man das macht und wenn man das in kryoskopischen Gasen oder in kryoskopischen Matrizes sich herstellt, ist, dass Cyclobutadien diese Struktur hier hat, wo diese Bindung hier wirklich mit 1,56 oder 1,60 Engström eine Einfachbindung ist und das hier zwei ganz normale Doppelbindungen sind, die versuchen so weit wie möglich voneinander entfernt zu sein und keinen Bock haben darauf, miteinander zu reden. Ja? Das heißt also, dieses System weicht im Hückelsprech, würde das einfach ausweichen dadurch, dass es eben jetzt im Grunde genommen eine Piles Distortion macht, also einfach sich eine Verzerrung, einfach einer Verzerrung unterliegt und dass man deshalb dann halt auch kein D-Radikal mehr hat. So. Was Leute dann gemacht haben, die haben gesagt, also wenn man
4n plus 2 Pi-Systeme hat, also 4n plus 2 Pi-Systeme, dann soll man oder muss man das entsprechende Sechseck, Fünfeck, Viereck oder was auch immer, muss man mit der Spitze runterstellen. Wenn man jetzt so 4n-Systeme hat, dann muss man sozusagen eine Kante nach unten tun. Also sozusagen, wenn man jetzt dann damit Forst-Mussolini ein bisschen weiter treibt, dann sagt man, die bessere Beschreibung ist es dann tatsächlich hier sozusagen das Ganze so reinzutun. Und mal sehen, ob ich das hier habe. Die Stabilisierungsenergien, Butadien, Zyklopolins. Also wenn Sie das dann gegen Butadien hier machen, dann sehen Sie das tatsächlich, wenn Sie das hier nehmen, dass das dann bei minus 0, also plus 0,88 Beta destabilisiert ist. So, was Sie jetzt machen können ist, es gibt tatsächlich ganz interessant im Internet sogenannte Hückel-Kalkulatoren. Suchen Sie nach einem Hückel-Calculator und dann, was Sie dann machen können ist, dann können Sie die Sachen einfach über so ein kleines JavaScript-Ding einfach einmalen und dann können Sie einfach einen Perimeter machen und dann kriegen Sie die Orbitallagen und sozusagen kriegen Sie dann wirklich raus und dann können Sie sich wirklich mal ansehen, ob das stimmt, was ich Ihnen hier erzähle. Ne? Ja? Also Beta ist einfach eine Energie und diese Energie wird letztendlich, also die Frage war jetzt, was ist Beta? Beta ist eine Energie und zwar die Wechselwirkungsenergie im Prinzip zwischen, also ist das Überlappintegral in quantenchemischen Theorien. Und das Überlappintegral gibt, wenn zwei Elektronen miteinander wechselwirken, gibt letztendlich dann Energie raus. So, und in dieser einfachen Theorie kommt Beta einfach nur, wird einfach nur als Einheit genommen, ohne dass Sie jetzt da eine absolute Zahl dieser Einheit zugeben. Die können Sie aber durch spektroskopische Daten, können Sie Beta in irgendeiner Weise dann bestimmen. Spielt aber hier überhaupt gar keine Rolle. Warum nicht? Weil Sie heutzutage natürlich wesentlich sophisticated, also Methoden haben, die much more sophisticated sind. Das heißt also, wir schauen uns die Hückel-Methode an als qualitative Methode an und müssen deshalb Beta, Energie, müssen wir nicht definieren. Hat das... Ah, okay, also jedes Elektron hier, also Sie sehen, das sind ja insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jedes Elektron erfährt eine Stabilisierung abhängig von der Position hier des entsprechenden Orbitals. Diese Orbitallagen sind minus Beta, sehen Sie das? Das heißt also, und Sie haben 1, 2, 3, 4 Elektronen drin. Das heißt also, Sie bekommen 4 mal ein Beta, sind minus 4 Beta. Das heißt also, hier oben sind minus 4 Beta drin. Hier unten ist die Orbitallage minus 2 Beta. Da sind auch nochmal 2 Elektronen drin. Also 2 mal minus 2 sind minus 4. Minus 4 Beta. Die werden natürlich jetzt zusammengezählt, addiert und dann kommt man auf minus 8 Beta. So. Die Stabilisierung von Ethylen ist pro Elektron minus Beta, das können Sie auch daran erklären oder das können Sie sich so vorstellen, Sie haben ein Überlappintegral und ein Überlappintegral ist ein Beta-Wert, also in einer ganz vereinfachten und wirklich primitivierten, simplifizierten Blick. Das heißt also, die Stabilisierungsenergie von Ethylen muss dann 2 Beta sein, weil sie natürlich hier in dem Molekülorbital letztendlich, also im Homo in dem Fall, weil sie ja letztendlich zwei Elektronen drin haben. Das heißt also, es ist minus 2 Beta. Jetzt bräuchten sie 3 Ethylene, die sie zusammenschrauben müssen, um zu Benzol zu kommen. Das wären dann minus 6 Beta und dann bleiben ihnen minus 2 Beta übrig.
Ist das jetzt klar geworden? Okay, ist es jetzt allen klar geworden, wie wir zur Stabilisierungsenergie kommen? Also es ist wirklich relativ einfach. Wenn ich das kann, dann können Sie das, ist recht, weil ich bin mathematically challenged. Also wenn Sie mir eine Gleichung sagen, dann laufe ich schreiend davon. Ja? Oder mir wird schlecht, also und alles dreht sich. Gut. So, das Ganze können Sie natürlich auch für Zyklooktatetraen machen. Und was ich jetzt mache, ist, ich nehme jetzt mal hier meinen kleinen Ausdruck. Und also was Sie hier sehen, wenn Sie Zyklooktatetraen machen, dann müssen Sie es eigentlich hier auf die platte Seite tun, aber Sie können es ja auch einfach mal auf die Spitze stellen und dann sehen Sie, dass Sie als, obwohl, beim Zyklobutadien erhalten Sie gar keine Stabilisierung gegen Ethylen. Und es ist destabilisiert gegenüber Butadien. Also es ist plus 88 Beta weniger stabil als Butadien. Ja. Benzol ist stabilisiert, sowohl gegen Ethylen als auch gegen eine offene Form, nämlich Zyklohexatrien. Auch das können Sie durch so ein Hückelrechner problemlos errechnen. Was jetzt wichtig ist und was total interessant ist, ist Zyklooktatetraen ist ja wieder ein 4N-System. Und sollte deshalb sozusagen, also antiaromatisch, aromatisch, wieder antiaromatisch sein. Ist es auch, aber es ist trotzdem ein klitzekleines bisschen stabilisiert im Vergleich zum entsprechenden Oktatetraen. Also Antiaromatizität heißt nicht unbedingt totale Destabilisierung, nur ist es natürlich deutlich weniger stabilisiert hier, ganz deutlich weniger stabilisiert, ein ganz kleines bisschen als hier beim entsprechenden hier Benzol. So, wer hat das alles gemacht? Das war dieser Mann hier, Hückel, Erich Hückel. Und der hat halt eben gesagt, Pi-Systeme mit 4N-Elektronen sind antiaromatisch. Und mit 4N plus 2 aromatisch. Jetzt gibt es da natürlich auch noch andere interessante Fragen. Also beim Zyklooktatetraen, wenn Sie dieses Frost-Musulin-Schema machen, dann klopfen Sie ja das entsprechende Zyklooktatetraen einfach platt. Ne? Das dürfen Sie nicht, weil in Realität liegt das Zyklooktatetraen natürlich nicht platt vor, sondern in dieser kleinen Badewannenform hier. Und das hat verschiedene Gründe, nicht nur die Antiaromatizität oder mögliche Antiaromatizität, sondern auch dadurch, dass man ansonsten Wechselwirkungen zwischen den Haars hier hat, die nicht gut sind. Aber das bedeutet, dass in der Form hier, wie Zyklooktatetraen im Normalfall auch vorliegt, Zyklooktatetraen einfach nicht aromatisch ist. Ja? Also dieses antiaromatische System geht der ganzen Geschichte aus dem Weg, indem es einfach sich aus der entsprechenden Ebene biegt, Zyklooktatetraen, und dann so einklappt zu so einer Badewannenform und dann wird dadurch die elektronische Wechselwirkung zwischen den Ethylenen runtergedrosselt und konsequenterweise ist es dann halt einfach nicht aromatisch. Dass Sie tatsächlich aber noch Wechselwirkungen zwischen den Ethylenen haben in Zyklooktatetraen, sehen Sie an der goldgelben Farbe. Im Übrigen, interessanterweise, kostet ein Gramm Zyklooktatetraen heutzutage etwa so viel wie ein Gramm Gold. Deshalb ist es auch sozusagen wirklich flüssiges Gold. Kurti, hast du eigentlich Zyklooktatetraen bei dir? Was? Woher kriegst du das? Ah, okay, nicht BSF. Also, wie bekommt man Zyklooktatetraen? Naja, natürlich, man könnte das bei Aldrich kaufen, aber wie wird Zyklooktatetraen hergestellt? Und zwar gibt es da natürlich auch noch eine dieser apokryphen Geschichten, die ich Ihnen jetzt hier nicht vorenthalten möchte. Willstätter hatte ja damals das Zyklooktatetraen in unendlich vielen Abbauschritten erhalten von irgendeinem Naturstoff und konnte da vielleicht dann 100 Milligramm oder ein paar hundert Milligramm herstellen. Und dann kam zum Verbandsexamen, das war also damalige Diplomexamen, kam dann ein gewisser Herr Reppe und Herr Wildstätter fragte, ja Herr Reppe, als erste Frage möchte ich Sie fragen, wie stellt man Zyklooktatetraen her?
Und Herr Reppe hatte das eben nicht gelernt, wie man das macht, und sagte einfach, nun ja, man könnte einfach 4 Einheiten von Acetylen zyklotetramerisieren. Und daraufhin hat der Willstätter ihn wohl angeguckt, wie man so ein kleines, lästiges Insekt anguckt, und gesagt, raus. Und im Rausgehen soll Herr Reppe gesagt haben, Herr Professor Willstätter, ich werde den Zyklooktatetraen waggonweise produzieren. So, ob diese Story wahr ist, ob Teile wahr sind, man weiß es nicht. Tatsächlich hat der Reppe dann bei Willstätter irgendwann sein Verbandsexamen gemacht, ging zur BSF und hat tatsächlich dann mit Hilfe der Nickelchemie geschafft, Acetylen zu tetramerisieren, eben zu Zyklooktatetraen. Und in der Tat, während der Hochzeit dieser Zyklooktatetraen-Chemie hätte Herr Reppe wahrscheinlich einen kleinen Eisenbahnwaggon voll mit Zyklooktatetraen an Herrn Willstätter schicken können. So, jetzt wissen Sie auch, wie man Zyklooktatetraen macht, nämlich mit Nickelcyanid, und dann wird unter Druck wird dann eben Acetylen tetramerisiert. Leider wird diese Acetylenchemie heute nicht mehr gemacht. Das scheint sich also nicht zu rentieren für die BSF. Wie gesagt, obwohl Zyklooktatetraen natürlich eine sehr teure Fein- und Spezialchemikalie für alle möglichen Anwendungen ist. Gut. So. Wie sieht es denn mit anderen Aromaten aus, die wir also auch Aromaten nennen? Also aromatische Stabilisierung. Also, wir hatten ja gezeigt, dass eine der durch Hydrieren herausgefundenen Aromatizitätswerte hier minus 35 Kilokalorien pro Mol war. Wenn man dasselbe Experiment durchführt, nicht für Benzol, sondern für Naphthalin, dann stellt sich heraus, dass die Resonanzenergie hier ist, oder die entsprechende aromatische Stabilisierungsenergie, minus 61 Kilokalorien pro Mol ist. Und wenn Sie das Ganze mit Anthracen machen, dann ist das minus 83 Kilokalorien pro Mol. Wenn Sie das jetzt allerdings mit dem Isomer des Anthracen-Zimphenanthren machen, dann kommen Sie hier auf minus 91 Kilokalorien pro Mol. So, das heißt also, nach dieser Beschreibung hier findet man, dass tatsächlich größere Aromaten aromatischer sind als kleinere, aber dass sozusagen, wenn Sie eben von Benzol zu Naphthalin gehen, sich der Wert Ihrer Aromatizität nicht verdoppelt, sondern einfach nur irgendwie 1,8-fach ist. Und wenn Sie dann hier zum Anthracen gehen, ist es also auch nicht verdreifacht, sondern irgendwie, also was sind denn hier die Differenzen? Hier ist es dann plus 26 und dann ist es, oder genau, und dann ist es hier, ist der Unterschied 22, und die Unterschiede werden geringer. Und wenn Sie dann hinterher zu Tetracen oder Pentacen gehen, dann wird das noch kleiner. Wenn Sie auf einmal dann hier zu Phenanthren gehen, dann haben Sie was anscheinend deutlich aromatischer ist. Und woran liegt das? So, um diese Daten zu interpretieren, das hat natürlich der Klar gemacht, gab es die sogenannte Klarsche Sextettregel, also die
Clarksche Sextett Regel. Was sagt die? Systeme sind umso aromatischer, je mehr vollständige Sextette man reinzeichnen kann. So. Benzol ist natürlich damit ganz klar, da hat man nur ein Sextett, aber halt auch nur einen Ring. Ja, das heißt, also, das ist sozusagen das Aromatischste. Im Naphthalin hier ist es dann so, dass sie im Grunde genommen einen Klarring haben, den ich hier so mit so einem Kringel andeute. Und dann haben sie sozusagen eine Butadieneinheit. Wenn sie das jetzt mit dem Anthrazin machen, haben sie einen Klarring und zwei Butadieneinheiten. Natürlich kann dieser Klarring durchwandern. Ja, das ist ja, sie sind ja alles nur Resonanzstrukturen hier. Aber sozusagen, in gewisser Weise wird hier die Aromatizität dann ganz leicht verdünnt, ja, weil sie halt eben nur eines dieser Klarringe, Klarsextette hier haben. So. Im Phenanthren haben sie interessanterweise aber zwei Klarsextette. Sie sehen das hier. Wie im Biphenyl haben sie im Grunde genommen zwei völlig unabhängige sechskelige Ringe und können dann irgendwie noch diesen Henkel mit dem Ethylen draufsetzen. Dass das tatsächlich so ist, dass das hier ein bisschen außerhalb des aromatischen Systems ist, können Sie zeigen, wenn Sie das Anthrazen jetzt, wenn Sie das Phenanthren reagieren lassen, dann reagiert es hier am Henkel. Weil wenn Sie nämlich den Henkel abreagieren lassen, dann behalten Sie immer noch offensichtlich 70 Kilokalorien Stabilisierungsenergie und Sie verlieren nur 20. Also die Konsequenz ist hier, A, Sie haben zwei Klarsextette und B, hier der Henkel ist das, wo die Action dann stattfindet. So, eine weitere Substanzklasse, wo Aromatizität und Antiaromatizität wirklich klar sind, ist natürlich bei den aromatischen Ionen. Also aromatische Ionen. Und ganz besonders interessant ist hier natürlich da das entsprechende Cyclopropenyliumkation, das tatsächlich bekannt ist und wo Sie hier jetzt die Doppelbindung wandern lassen können. Das ist tatsächlich aromatisch. Und was Sie natürlich ebenfalls sich überlegen können, können Sie jetzt hier bei dem entsprechenden Cyclopropenylium-Ion auch das Phosmosulin-Schema anwenden. Und die Antwort ist, na klar können Sie das. Also ich mache jetzt mal wieder irgendwie mein Phosmosulin-Schema. Und wiederum der Radius hier ist 2 Beta. Das heißt also im entsprechenden Cyclopropenylium-Ion hier schütten Sie die beiden Elektronen hier unten rein. Also das ist jetzt hier. So, wenn Sie jetzt aber versuchen würden, das entsprechende Cyclopropenylium-Anion zu machen, das heißt, Sie würden noch zwei mehr Elektronen hier reinschieben, dann würden Sie sehen, dass das antiaromatisch ist, was ja auch nicht ganz verwunderlich ist, weil es sich dabei dann um ein 4N-Pi-System handelt. Interessanterweise ist wohl das entsprechende Cyclopropenylium-Anion bisher nicht bekannt. Ja, ist also wirklich richtig fett antiaromatisch. Also, und natürlich 4N plus 2 für N ist gleich 0, kommen Sie eben zum Cyclopropenylium-Ion. Ne? Und das ist tatsächlich auch sehr stabil. Es gibt natürlich noch eine andere Möglichkeit, das zu machen. Sie können auch das Cyclobutadien zum Beispiel zweimal oxidieren. Das ist bekannt, das wurde also vom George Ohler gemacht, dem Nobelpreisträger irgendwann in den 90ern. Und da können Sie das jetzt natürlich dann auch so sich überlegen. Dass Sie hier im Grunde genommen einfach ein aromatisches Ion haben. Auch wiederum N gleich 0. 2 Pi-Elektronen. Damit ist es stabil.
die vielleicht wichtigsten oder die, wirklich die beiden wichtigsten aromatischen Ionen, die wir hier behandeln sollten, sind natürlich das entsprechende Cyclopentadienylion. Jetzt sehen Sie es aber. Und Sie sehen hier, Sie haben die entsprechenden 6p-Elektronen hier. Und das heißt also, wenn Sie jetzt hier dann sich wieder so ein Fos-Musselin-Diagramm machen, sehen Sie, dass die drei besetzten Molekülorbitale natürlich alle unterhalb der Nulllinie sind. Das heißt also, das ist stabilisiert. Und das andere Wichtige ist dann das entsprechende Tropyliumion. Das als erstes von Meerwein hergestellt wurde, der wusste aber nicht, was er hatte, also das Tropyliumion. Und hier sehen Sie, haben Sie auch 6p-Elektronen. Das gilt sowohl für das hier, als auch für das hier, die sind beide aromatisch und sind auch beide bekannt. So, die Frage ist, wie macht man jetzt zum Beispiel das Cyclopropenylium diese ganzen Ionen? Also für die Cyclopropenylium-Kationen geht das relativ einfach. Also und zwar nimmt man hier zum Beispiel das Triphenyl. Cyclopropen. Und was Sie jetzt machen können, ist, Sie können einen Hydridabstraktor nehmen. Typischerweise Triphenyl, Methyl, Tetrafluoroborat. Und kommen dann hier zum entsprechenden Kation. Wie würden Sie sowas herstellen? Und die Antwort ist natürlich, Sie würden Diphenylacetylen nehmen und dann ein Carbenoid, ne? Also und zwar einfach das entsprechende Benzylidin würden Sie dann nehmen, ne? Als Carbenoid. Ne? Was Sie da machen könnten, ist, Sie könnten zum Beispiel einfach dann Chlorbenzylchlorid nehmen und dann mit einer nicht nukleophilen Base eine Alpha-Eliminierung durchführen, die würde Ihnen dann zum entsprechenden Benzylidin führen, das dann eine 2+1 Zykloaddition hier machen sollte. Ne? Interessanterweise kann man das natürlich auch andersrum machen. Sie können sich solche Systeme auch relativ leicht herstellen hier. Und die dann mit SbCl5 umsetzen und Sie kommen dann hier auch zum entsprechenden perchlorierten Spezies. Das geht auch, wenn Sie jetzt einfach nur hier das 2-Chlorcyclopropen haben. Das können Sie auch hier mit Antimon-Pentachlorid umsetzen und Sie kommen dann hier auch zum entsprechenden Grundkörper, der aber deutlich instabiler ist als die entsprechenden substituierten Vertreter. Wenn Sie jetzt ein ganz besonders stabiles
Cyclopropenylium-Ion haben wollen, dann können Sie das entsprechende Tritertiärbutyl-Derivat machen. Und da können Sie das entsprechende Kation sogar aus Wasser umkristallisieren. Ne? Gut. Lassen Sie uns zum entsprechenden Cyclopentadienyl-Anion übergehen. Und da gibt es natürlich jetzt eine ganz wichtige Konsequenz der Aromatizität, also das Cyclopentadienyl-Anion. Und zwar, wenn man sich anguckt, dass Divinylmethan oder natürlich, das könnte man auch als, einfach als 1,4-Pentadien bezeichnen, das hat wenn man das deprotoniert, hat das ein pKa, also ein pKa von ungefähr 30 und man kommt damit dann zum entsprechenden resonanzstabilisierten Anion. Also 30 ist auch schon relativ sauer, das können Sie mit Butyllithium oder sowas ganz problemlos deprotonieren hier. Auf der anderen Seite, wenn Sie sich Cyclopentadien ansehen, dann haben Sie ein pKa von 15, das heißt, Sie können einfach sogar Hydroxid verwenden hier im Prinzip. Und Sie kommen bei hoher Konzentration natürlich. Und Sie kommen dann zum entsprechenden Anion. Die Frage ist, woran liegt das? Die Antwort ist, das Anion liegt natürlich nicht in der Form vor, sondern die negative Ladung ist völlig delokalisiert über diese fünf Zentren und konsequenterweise hier führt das zu einer Erhöhung der Azidität um 15 Größenordnungen. Ne? Also es ist powerful, very powerful. Das heißt also, das ist wirklich richtig gehend aromatisch stabilisiert. So, wenn man dabei ist, eine ganz lustige Geschichte. Diese Anion konnte man natürlich immer sehr leicht herstellen, die kann man auch herstellen, zum Beispiel einfach mit Natriumamid. In flüssigem Ammoniak kommt man auch zum entsprechenden Cyclopentadienylanion hier. Und das hat man dann irgendwann in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts mit Fekl 2 umgesetzt. Und man erhielt da einen rötlichen und sehr stabilen Stoff und dieser rötliche, sehr stabile Stoff wurde eben als erstes hier so beschrieben. Diese Struktur ist natürlich nicht, was man wirklich hat, sondern in Wirklichkeit hatte man natürlich das Ferrocen gemacht, also das nannte man auch Ferrocen. Und was man hat, ist hier, man hat dann ein Sandwich-Komplex, in dem alle fünf einmal von oben, einmal von unten mit dem Eisenwechsel wirken hier und sie dann hier zum, also vielleicht sollte ich das nochmal schöner malen hier, hier dann zum Ferrocen kommen. Das Eisen bindet eben an alle 10 Kohlenstoffatome und die Pi-Bindungen wechselwirken mit dem Eisen. Das als Konsequenz bekommt das Eisen dann 18 Elektronen, das kennen Sie aus der Anorganik, und 18 Elektronenkomplexe sind natürlich sehr stabil. Wenn Sie das hier haben, dann bekommt das Eisen natürlich keine 18 Elektronen, sondern 18
weniger 8, nur 10 Elektronen, das ist natürlich entsetzlich instabil. Und wenn sowas entstehen würde, was dann passieren würde, ist, man würde wahrscheinlich einfach Eisen, Metall und irgendwie Bicyclopentadien hier machen. Aber das ist natürlich nicht der Fall, weil natürlich auch die Orbitale ganz prima miteinander wechselwirken und man dann hier das entsprechende Ferro-10 bekommt. So. Über Tropyliumionen haben wir ja schon geredet. Die bekommt man nach auch, wie die entsprechenden Cyclopropenylium-Ionen hier, einfach durch H-Abstraktion oder Hydridabstraktion. Da nimmt man dann wiederum hier Triphenylmethyl. Tetrafluoroborat und man kommt dann hier zum entsprechenden Tropyliumion als Tetrafluoroborat. Und was also, das ist Tropyliumion. Und man kann jetzt auch zum Beispiel größere aromatische Ionen herstellen. Ein ganz besonders nettes Beispiel ist dabei, wenn man Cyclooktatetraen hier einfach mit 2 Natrium umsetzt, dann erhält man natürlich das absolut planare. Und aromatische, diamagnetische Dianion hier, was man tatsächlich dann auch untersuchen kann. Gut, wir wissen jetzt aber immer noch nicht, wie man wirklich Aromatizität misst. Ich habe Ihnen jetzt jede Menge so an irgendwie Infos gegeben, aber wenn Sie mich fragen, jetzt gibt es dafür jetzt eine quantitative Messung, dann ist die Antwort, ja, also bis zu dem, was Sie hier gelernt haben, nicht. Dann kam in den 90ern Onkel Paul, Professor Schleyer, Professor Schleyer ist ein fleißiger Mensch, hat über 1000 Publikationen in seinem langen und distinguierten Leben geschrieben, lebt jetzt in Erlangen und an der University of Georgia in Athens und ist Computational Chemist. Was hat Paul gemacht? So. Was Sie hier sehen, ist Benzol. Und normalerweise, wenn Sie sich zum Beispiel das 1H-NMR von Benzol ansehen, dann finden Sie, dass hier die Wasserstoffe tieffeldverschoben sind im Vergleich zu ähnlichen NMR-Spektren von vinylischen Verbindungen. Das kann erklärt werden, dass das letztendlich das externe Feld noch vom Feld des Benzols hier, und zwar von diesem Ringstrom hier, zusätzlich beeinflusst wird und man dadurch diese Shift, diese zusätzliche Tieffeld-Shift hier sieht. So, das heißt also, dann Protonen, die außerhalb des Rings liegen, erfahren eine Tieffeld-Shift. Auf der anderen Seite sehen Sie, dass sich hier ja das Zeichen von diesem magnetischen Feld umdreht. Das heißt also, Sie müssten dann, wenn Sie jetzt irgendwie ein Proton hier reintun würden, müssten Sie im Grunde eine Hochfeld-Shift erfahren. Also hier Tieffeld-Shift. Hier dreht sich das Zeichen um, hier müsste eine Hochfeldschrift sein. Stimmt das oder ist das nur entsprungen der kranken Fantasie eines Spektroskopikers und Theoretikers? Und da gibt es ein sehr, sehr, sehr schönes Experiment eines westdeutschen Chemikers. Und zwar war das in den 60ern, und zwar von Emanuel Vogel. Emanuel Vogel kam aus Karlsruhe und hat bei Herrn Kriget promoviert. Und Herr Vogel
wollte folgende Verbindung, also Emanuel Vogel, der ist jetzt vor ein paar Jahren gestorben, 2011, der wollte herstellen dann diese Verbindung. Also Sie sehen, bei dieser Verbindung handelt es sich im Grunde genommen so um einen Naphthalin ohne die Naphthalinbrücke hier. Oder ist es eben das Cyclodecapentazen? Diese Verbindung gibt es nicht, die gibt es bis heute noch nicht. Warum nicht? Weil, wenn Sie diese Verbindung machen wollen, dann stehen sich hier diese beiden Hs im Wege und das funktioniert überhaupt nicht. Was sich Herr Vogel dann überlegte, ob man die entsprechende Nullbrücke im Naphthalin nicht einfach durch eine Methylengruppe ersetzen könnte. Und dann würde man eben hier zu einer Verbindung kommen, die elektronisch dem Cyclodecapentaen sehr nah kommen sollte, weil man hier nämlich dann keine einfache Brücke hat, sondern einfach nur eine Methylengruppe hat. So, die Frage ist, kann man sowas machen oder funktioniert sowas überhaupt nicht? Und die Antwort ist, ja, man kann das machen und Emanuel Vogel hat damit seine Karriere begonnen, seine spektakuläre Karriere begonnen. Und die Frage ist, wie macht man das? Und zwar, was man macht, ist, man geht hier von Naphthalin aus. Und ich möchte, dass Sie jetzt so ein bisschen auch noch synthetische Chemie lernen. Wenn Sie von Naphthalin ausgehen, dann können Sie Naphthalin in einer sogenannten Birch-Reduktion mit Natrium in flüssigem Ammoniak, das haben Sie sicher bei Frau Meier gelernt, korrekt, Birch-Reduktion. Ja, ne? Und auf den Mechanismus gehe ich hier jetzt nicht ein, den dürfen Sie sich selber mal überlegen, obwohl den müssen Sie eigentlich kennen. Was Sie hier machen ist, Sie reduzieren die elektronenärmeren äußeren Doppelbindungen hier und beziehungsweise die elektronenärmeren und Sie bleiben letztendlich dann, bleibt Ihnen dann folgende Spezies über, nämlich diese hier. Also doppelte Reduktion liefert Ihnen dann hier dieses entsprechende Tetrahydro-Naphthalin-Derivat. Dieses Tetrahydro-Naphthalin-Derivat kann man jetzt sehr einfach mit Chloroform in Gegenwart von Cottbu umsetzen. Sie wissen ja, dass ich daraus Dichlorcarben gewinnen lässt und das Dichlorcarben sucht sich jetzt die elektronenreichste Doppelbindung aus und die elektronenreichste Doppelbindung ist natürlich die Doppelbindung, die die meisten Substituenten hat. Das muss also hier diese mittlere sein und tatsächlich, as advertised, bekommt man dann hier auch bei dem Prozess ja, das sollte ich vielleicht noch mal. Tatsächlich dieses Dichlorpropellan raus. Das ist ein 441-Propellan. So. Dieses Propellan hier können Sie jetzt nochmal reduzieren, wiederum mit Natrium in flüssigem Ammoniak. Und wenn Sie das machen, dann können Sie damit, rupfen Sie damit einfach hier die beiden Chlora ab und Sie kommen dann zu dieser Verbindung hier und interessanterweise, wenn Sie diese Verbindung mit einem Oxidationsmittel umsetzen, nämlich diesem hier, DDQ,
dann können Sie hier jetzt letztendlich 4 Wasserstoffe abrupfen und Sie kommen dann direkt zum entsprechenden Vogelschen Methano-10 Anulin. Ne? So, okay, warum quäle ich Sie denn jetzt mit dieser ganzen Geschichte und was hat das jetzt überhaupt mit Paul von Raak-Schleyer zu tun und mit Aromatizität? So, diese Verbindung hat jetzt, wie Sie sehen, 2 Wasserstoffe, die nicht in der Ebene des aromatischen Rings stehen, sondern irgendwie oben drüber stehen. Und wenn Sie sich deren Position ansehen, dann ist das Delta hier bei ungefähr 0,5, während hier das Delta-Wert dieser Protonen ungefähr bei 7 ist. Das heißt, Sie erfahren jetzt eine Hochfeldshift genau durch diesen magnetischen Ringstrom von ungefähr 6 bis 7 ppm. So, das heißt also, dass diese Ringstromeffekte tatsächlich real sind und dass diese Ringstromeffekte tatsächlich hier auch wirklich wichtig sind. So, wie kann man das dann jetzt verwenden? Paul von Schleyer hat sich jetzt Folgendes überlegt. Er hat sich überlegt, wenn wir uns Benzol ansehen, dann hat das natürlich jetzt kein Proton, das irgendwie jetzt hier über dieser ganzen Geschichte sitzt. Aber man kann natürlich jetzt, und ich möchte Ihnen jetzt wiederum mal ein PowerPoint hier zeigen. Jetzt kann man Folgendes machen. Sie haben jetzt hier Ihren Pi-Perimeter und das machen Sie jetzt quantenchemisch. Das heißt, das passiert alles in Silico, sozusagen in Ihrem Computer. Sie können jetzt, wenn Sie Ihr Pi-System berechnet haben mit einer quantenchemischen Methode, typischerweise verwendet man dazu heute Becke 3, Lübz 6, 31 Gestern oder irgend sowas, dann können Sie noch eine magnetische Rechnung draufsetzen und Sie können dann ein Dummy-Atom da noch draufsetzen. Da gibt es dann spezielle Rechenmethoden, wie man die NMR-Verschiebung dieses Dummy-Atoms über dem Ring berechnen kann. Das heißt, Sie haben ein wesenloses Ding, also eine Probe, also eine Sonde. Sie haben eine Sonde, eine imaginäre Sonde, die Sie jetzt irgendwie sozusagen positionieren können. Und was Sie jetzt sehen ist, in Rot sind die entsprechenden Hochfeldshifts, die durch das Positionieren der Sonde hier berechnet werden können. Das heißt, Sie kriegen jetzt hier so ein ganzes Feld von NMR-Shifts. So, und wenn Sie jetzt einen aromatischen Pi-Perimeter haben, dann bekommen Sie als NMR-Shift für Ihr kleines Dummy-Atom große negative Werte raus. Also Benzol ist ungefähr minus 10 auf der einen Skala oder minus 30 auf der anderen Skala. So große negative Werte. Und diese Werte heißen eben Nix-Werte. Nucleus Independent Chemical Shift. Also kernunabhängige chemische Shift-Werte oder Verschiebungswerte. So, bei Benzol ungefähr minus 10. Wenn Sie das Ganze jetzt für Cyclobutadien machen, haben Sie große positive Werte. Für aromatische Systeme haben Sie große negative Werte, für antiaromatische Systeme haben Sie große positive Werte. So, jetzt, was da auch noch total lustig ist, ist jetzt abhängig davon, wo Sie jetzt Ihr Dummy-Atom hinsetzen, bekommen Sie natürlich auch jetzt verschiedene Effekte hier von dem Ringstrom. Und typischerweise, was sich herausgefunden hat, dass man am besten das Ding so ungefähr ein Engström
über das Zentrum hier von dem Ring setzt, das gibt im Grunde genommen die besten Werte. So, das ist die Nix-Methode. Und innerhalb von einem Jahr wurde die gesamte Frage der Aromatizität im Grunde genommen für den, wenn Sie da nicht jetzt wirklich mega drauf forschen wollen, wurde die Frage beantwortet. Und die entsprechenden Nix-Werte, also ich kann das als organischer Chemiker sagen, die Sie rauskriegen, gehen sehr gut mit dem gesunden Menschenverstand, den man als Chemiker entwickelt, gehen die zusammen. Und da gibt es eigentlich kaum Situationen, wo die Nix-Werte, die Sie kriegen, wo die irgendwie mit Ihrem gesunden Menschenverstand kollidieren, ja, oder mit Ihren Erwartungen kollidieren. Was Sie halt haben, ist, Sie haben öfter Systeme, wo Sie keine Ahnung haben, wie aromatisch oder wie antiaromatisch die sind, und Sie machen dann nichts und dann kriegen Sie im Grunde genommen da dann eine ganz gute Idee. So, und jetzt können wir uns das natürlich auch mal ansehen. Wie sieht das denn hier aus? Gucken wir es doch mal an, wenn Sie zum Beispiel hier jetzt, und da, das sind jetzt noch die alten Werte von Paul, also Paul Schleyer ist ein super fleißiger Mensch, der hat dann natürlich dann auch gleich ein gigantisches Chemical Review Artikel geschrieben, wo er dann nochmal Millionen Verbindungen, also das ist dann, wenn Sie so eine Methode entwickeln und haben, ist das wie eine Erlaubnis zum Gelddrucken. Sie haben die Methode und Sie pressen jedes Molekül, das Sie finden können, pressen Sie da durch. Und sozusagen, Sie sind der Erste, und das heißt, Sie sahnen dann ab, ich glaube, so nennt man das heute, absahnen. Sie sahnen dann ab und Sie publizieren. Das hat der Paul auch gemacht, der hat es auch sehr gut gemacht. Und der hat eben auch sich die Nix-Werte angesehen von also verschiedenen Anulenen und hat sich dann deren Nix-Werte angesehen. Also Benzol hier ist minus 8,3. Und wenn Sie dann, also 10, Sie sehen, wenn sie jetzt größer werden, werden die Nix-Werte ebenfalls sehr viel größer. Interessanterweise ist das also im Prinzip ist so ein 10-Anulen aromatischer als Benzol. 14 hat dann minus 18 hier. Und wenn Sie dann sozusagen weitergehen, stabilisiert sich das irgendwie so bei ungefähr minus 16, minus 17. Das heißt also, selbst wenn Sie sehr große zyklische Aromaten haben, sind diese tatsächlich immer noch aromatisch und verlieren ihre Aromatizität nicht. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, dass abhängig hier, wie Sie das sehen, von der Symmetrie, Sie sozusagen dann auch verschiedene, also dass die Aromatizität natürlich dann verschieden sein kann, weil wenn Sie Symmetrien haben, wo die Sachen abknicken können, dann wird die Aromatizität natürlich deutlich hier geringer sein. Dasselbe können Sie natürlich machen für antiaromatische Systeme hier. Also Benzol ist natürlich aromatisch, haben Sie minus 8,8. Wenn Sie jetzt Cyclobutadien nehmen, dann haben Sie auf einmal ein plus 21, also eine große positive Zahl. Wenn Sie jetzt Cyclooctatetraen plattklopfen mit so einem Fleischklopfer, dann haben Sie 35. Und dann hier ist es so, bei 12 haben Sie 24, 16, 20 und so weiter. Die bleiben gleich. Auf der anderen Seite natürlich, wenn Sie jetzt unendlich groß sind, dann müssen natürlich die Unterschiede zwischen aromatisch und antiaromatisch verschwinden. Das ist schon klar. Aber wie gesagt, bis zu diesem Punkt sind die Sachen magnetisch antiaromatisch. Paul ist natürlich ein cleverer Hund und hat sich überlegt, ob man nicht auch ein thermochemisches Kriterium nehmen kann, um die Aromatizität hier zu bestimmen. Und er hat sich eben überlegt, ob es nicht eine Stabilisierungsenergie gibt, wenn man sich diese beiden Isomere ansieht. Hier sozusagen Toluol mit intaktem System und hier sozusagen so eine Art Isotoluol, wo Sie hier die Doppelbindungen dann zur CH2-Gruppe haben. Und dann ist die Frage, das können Sie natürlich auch sehr schnell rechnen, was ist stabiler? Und da ist es dann zum Beispiel so bei Benzol, ist die Stabilisierungsenergie hier minus 34 Kilokalorien pro Mol. Und wenn Sie sich jetzt dann hier ansehen, die Stabilisierungsenergien interessanterweise, die werden immer kleiner, je größer sie hier werden. Also Sie sehen das hier,
34 und das ist hier dann auf einmal 32, 26 oder 27 und dann hier 21, beziehungsweise auch wieder 26. Hier ist es dann 25, 23, 22. Die werden da auch kleiner, aber sind tatsächlich immer noch da. Also das heißt, ein gewisses Maß an aromatischer Stabilisierung existiert auch bei diesen großen Ringen. Und das heißt also, es ist nicht nur eine magnetische Aromatizität, sondern das ist tatsächlich auch thermodynamisch, kann man das tatsächlich auch nachweisen. Was passiert jetzt, wenn man da zu den antiaromatischen Systemen geht? Da kann man natürlich genau dasselbe machen, dass man die entsprechende methylierte Verbindung dann hier zu dieser Exomethylenverbindung macht. Und da merkt man dann, dass bei Cyclobutadien die Antiaromatizität tatsächlich sehr ausgeprägt ist und letztendlich, dass die entsprechende Reaktion zum Exomethylencyclobuten hier, dass die mit minus 35,2 Kilokalorien exotherm ist, genau wie man das erwarten würde, dass man aber schon hier dann zum Beispiel beim Cyclooktatetraen, dass dann im Grunde genommen die aromatische und antiaromatische Form oder die nicht aromatische und antiaromatische Form ähnlich sind und Sie sehen dann hier bei den entsprechenden größeren Anulenen ist die entsprechende Destabilisierung auch deutlich, thermochemische Destabilisierung, die Sie natürlich immer wieder so ausrechnen können, ist natürlich interessanterweise deutlich geringer. Gut, also das heißt, von diesen Sachen hier, damit können Sie also eben operieren und wenn Sie eine Nix-Rechnung machen, das kann man eben relativ einfach auch heutzutage machen, bei mir in der Gruppe macht das zum Beispiel der Manuel Schaffroth, dann können Sie da Ring für Ring auch sagen, wie aromatisch irgendwas ist. Das schauen wir uns in der nächsten Stunde an. Sie können hier dann die entsprechenden Nix-Werte natürlich auch für die entsprechenden größeren Arzene machen. Und was Sie hier feststellen, ist interessanterweise, dass bei den größeren Arzenen letztendlich hier, anders als die thermochemischen Kriterien, die Aromatizität hier in den mittleren Ringen immer deutlich größer wird. Und wenn Sie zum Beispiel dann hier bei Tetrazen sind oder bei einem entsprechenden Pentazen sind, dann ist hier der mittlere Ring der aromatischste und der ist tatsächlich noch aromatischer als Benzol. Gut, damit bin ich für heute fertig und ich sehe Sie dann morgen wieder zu unserer letzten Stunde. Vielen Dank.